Liebe Pokémon-Fans, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr in nur 3 Minuten so ein wunderschönes Shiny-Pokémon erhalten könnt. Actually nicht nur das hier, sondern auch pretty much alle anderen, die ihr wollt. Dazu müsst ihr euch nur ein bisschen mit der Materie befassen und dieses Video ist der perfekte Start dafür. Denn ich habe dieses Pokémon live im Stream gefangen und ich werde es auch genau mit diesem Beispiel hier heute vorzeigen. Aber jetzt erstmal, um was geht's denn eigentlich? Es geht um, ja, das wohl unbenutzteste Feature im ganzen Spiel. Zumindest dachte man das, bis das Spiel dann eben rauskam. Und zwar die Sandwiches, beziehungsweise Picknick als solches. Denn in der aktuellen Generation ist es wesentlich lukrativer, sich Pokémon mit Sandwich-Boosts zu erfarmen, anstelle sie zu breeden. Die Master-Methode funktioniert zwar nach wie vor und auch dazu werde ich vielleicht noch ein Video machen, aber das hier ist meiner Meinung nach definitiv die schnellste und einfachste Möglichkeit, wie man sich ein Shiny-Pokémon gönnen kann. Allerdings müsst ihr hierfür schon sehr fortgeschritten sein im Spiel. Und zwar müsst ihr mindestens 5-Sterne-Raids schaffen können, beziehungsweise überhaupt erst freischalten. Denn in diesen 5-Star-Raids gibt es die Herber Mystica, beziehungsweise die Geheimgewürze, um die es ja auch in der Story so ein wenig geht. Diese droppen nämlich ab 5-Sterne-Raids aufwärts und sind dennoch ziemlich, ziemlich selten. Wenn ihr also noch nicht so weit seid, dann könnt ihr diese Methode nicht machen. Ich würde euch generell zuerst mal empfehlen, das Spiel durchzuspielen, um dann auf die Shiny-Jagd zu gehen. So, bis dato wurde ja angenommen, dass man bestimmte Geheimgewürze braucht. Ich zeige euch heute das Rezept, womit ihr, egal welches Geheimgewürz, jedes Pokémon fangen könnt. Ob das ein Psycho-Pokémon ist, ob das ein Flugkampf-Pokémon ist, ob das ein Unlicht-Pokémon ist, ob das ein Geister-Pokémon ist oder ein Drachen-Pokémon. Das spielt alles keine Rolle. So, wo wir als erstes starten, ist in der Hauptstadt, meine Freunde. Denn hier haben wir ein bisschen was einzukaufen. Und zwar geht es um die Sandwich-Zutaten. Damit ihr wisst, wo man diese findet, direkt gegenüber des Poké-Centers im Westen von Messalona City. Hier finden wir Happas und den Konservenkönig. In diesen beiden Läden findet ihr eigentlich, naja, fast alle, sage ich jetzt mal, Zutaten, die ihr brauchen werdet für dieses Rezept. So wie zum Beispiel hier die Frikadelle, davon werdet ihr ganz, ganz viel brauchen, aber ich würde euch generell empfehlen, euch einmal komplett durch alle Läden durchzukaufen. Ihr könnt ja mit Plus mehrere kaufen und dann könnt ihr von allen möglichen Sachen mal 11 oder 20 kaufen oder so. Das geht zwar ein bisschen ins Geld, aber wenn ihr meine Videos anständig verfolgt habt, dann wisst ihr ja, wie man sich in diesem Spiel innerhalb von 5 Minuten so gut wie unmöglich Geld schaffen kann. Holt euch auf jeden Fall mal jedes einzelne Rezept oder beziehungsweise jedes einzelne Ingredient für die Rezepte. Und danach geht es auch schon in die Praxis. Ich möchte hier nochmal ganz kurz das Rezept zeigen. Ihr seht, ihr braucht für jedes Rezept einmal Tomaten, einmal Zwiebeln, einmal Green Pepper, also hier, ne, Dingens, und einmal Hamburger, was in Deutsch die Frikadellen sind. Hier, grüne Paprika, wie nennt man sie? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht ja auch die Bilder. Dementsprechend sollte das relativ easy sein. Und alles, was darunter ist, kommt dazu. Ne? Also das erklärt sich eigentlich von alleine. Der erste Step ist diese 4 Ingredients, die ihr braucht. Die braucht ihr für jedes Rezept. Und dann der zweite Step ist quasi typenspezifisch. Das bedeutet, wenn ihr jetzt ein
Feen-Pokémon haben wollt, wie den Eisenkrieger, den ich gerade gezeigt habe, dann müsst ihr nochmal 2 Tomaten hinzufügen. Zu den Tomaten, die ihr da schon im ersten Step habt. Die Reihenfolge ist, by the way, egal. Ihr könnt von Anfang an 3 Tomaten nehmen oder ihr könnt eine Tomate den ersten Step durchmachen und am Ende nochmal 2 Tomaten hinzufügen. Das spielt keine Rolle. Für Stahl-Pokémon muss man dann nochmal 2 Frikadellen hinzufügen, für Drachen-Pokémon 2 Avocados und so weiter. Ihr versteht den Drill. Und der dritte Step ist dann die Herbamisticas, also die Geheimgewürze hinzuzufügen. Wir haben bitter, wir haben scharf, wir haben salzig, wir haben sauer und wir haben süß. Und davon braucht ihr 2. Welche spielt keine Rolle? Ihr könnt 2-mal das gleiche nehmen, ihr könnt 2 unterschiedliche nehmen, ist komplett egal. Mit diesem Rezept könnt ihr jeden Typen Shiny handeln. Und was diese Rezepte machen ist, es gibt euch die Sparkling Power bzw. die Schillerkraft auf Level 3. Das erhöht eure Chance, ein Shiny Pokémon zu encountern extrem. Und wenn ich meine extrem, oder wenn ich sage extrem, dann meine ich extrem. Ihr bekommt die Title Power. Die Title Power oder die Titel Power ist quasi das, was man, ihr habt Pokémon und die können halt verschiedene Bänder und Titel haben. Und manchmal hat ein Pokémon, was ihr fangt, in der Wildnis, irgendein Band oder irgendeinen Titel, was ganz funny ist, einfach so Collectible-mäßig, aber hat jetzt keinen großen Einfluss. Und dann natürlich die Encounter Power oder die Begegnungskraft, diese erhöht. Die Begegnungskraft auf Level 3. Was bedeutet, dass ihr praktisch nur Feen-Pokémon encountern werdet, wenn ihr jetzt, wie in meinem Fall, die Tomaten verwenden werdet. So, und das war's eigentlich auch schon in der Theorie. Nun zeige ich euch das Ganze auch in der Praxis, damit ihr seht, dass das Ganze hier funktioniert. Wenn ihr diese Steps nach und nach abarbeitet, euch die ganzen Sachen kauft, genauso das Ganze macht, dann werdet ihr sehr, sehr schnell ein Shiny haben. Ehrlich gesagt ist es wesentlich aufwendiger, die Herbamisticas zu farmen. Und es ist schwieriger, das Sandwich korrekt zuzubereiten, als am Ende des Tages dann ein Shiny zu bekommen. Wichtig an der Stelle noch zu sagen ist, ihr müsst das Sandwich richtig machen. Wenn euch eine Zutat irgendwo verloren geht oder runterfällt oder so, ist der Buff, nicht so, wie er sein soll. Entweder kommt was ganz anderes dabei raus oder, ihr kriegt nicht den Buff auf der Stufe, den ihr gerne hättet. So, right. Aber der Rest wird sich euch aus der Praxis erschließen, denn da zeige ich euch, wie ich es genau gemacht habe, welche Fehler mir passiert sind vielleicht. Und auf was ihr achten müsst, denn es gibt noch 2, 3 kleine Dinge, auf die ihr unbedingt achten müsst, aber wie gesagt, mehr dazu in der Praxis, wo ihr dann auch, seht, dass es eben funktioniert und wie ich das Shiny dann gefangen habe. Okay, dann auf ein drittes. Also Leute, scheinbar ist es schwieriger, die Geheimgewürze in Raids zu erhalten und noch schwieriger, sie dann auch irgendwie herzustellen, als das eigentliche Shiny zu finden, I guess. Ja gut. Alright. Kann ich 3-mal die Tomate direkt oder muss ich immer nach Reihenfolge gehen? Die grüne Paprika, 1-mal die Frikadelle und dieses Mal darf mir nichts vom Teller fallen. Sonst direkt wieder fail. Reihenfolge egal, okay. Gut, dann ballern wir die kleinen Dinge erstmal ganz nach unten. So, 1-mal. 2-mal. Ich wünschte, man könnte das Ding von oben sehen. Ich finde das so weird, dass man das noch fallen lassen muss. So, 3-mal. Dann hier die Bulette. Zack. Dann kommt hier das Ding. Bitte fall einfach nicht runter, Bro. Also no joke, ne? Das ist gerade schwieriger, als das eigentliche Shiny zu fangen. So what the actual hell, bro? Bro, wie will man das auf ein Sandwich bekommen? Wer macht sowas? Muss ich mir jetzt ein Tutorial ansehen, wie man dieses fucking Ding stackt?
Warte mal, kann ich die ganzen Tomaten einfach auf einen Haufen machen? Kann ich einfach den Turm von Pisa bauen? Jungs, das schönste fucking... Oh mein Gott. Nein! Nein! Oh! Hat das noch gezählt? Ich glaube, das hat noch gezählt, oder? Ich glaube, es hat noch gezählt. Mashallah! C'est magnifique! Also, wer das essen darf. Jungs, Bucketlist, oder? So ein Ding essen erstmal, wo alles auseinanderfällt. Wunderschön. Wunderschön! Mmh. Oh ja. Oh ja. Einfach Brot mit einer Tomate. Oh, damn, ich spüre die Scheiße schon. Der Tomatenturm, Freunde. So, komm. Schillerkraft B. Begegnung Kraft B. Let's go. Woo. Okay. Genau das wollten wir haben. Und jetzt, meine Freunde, haben wir eine halbe Stunde Zeit, dieses Ding zu finden. Ich habe leider noch keinen Schillerpin, weswegen wir das wahrscheinlich nicht first tryen werden jetzt, aber mal sehen. Mal sehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich hatte bisher immer Glück. Ich habe, by the way, noch nie Shinies aus Shiny Hunts bekommen. Ich habe die immer random encountered. Einmal habe ich in der Massenbegegnung da ein bisschen, ne? So. Oh mein Gott, Flabébé, verpiss dich. So, der ist grün, der ist grün. Oh, meine Boys. Wie lange hat's gedauert? Wie lange hat's gedauert? 2 Minuten? 3 Minuten? Meine Freunde, genau so. Oh, Kritball. Let's go. Und da, meine Freunde, haben wir Shiny Eisenkrieger. Nach 3 Minuten, meine Damen und Herren.